Jeder Tag ist eine Herausforderung. Dadurch wird es auch nicht langweilig. Ich höre mir gerade die Konferenz an und muss gleichzeitig eine Pressemitteilung schreiben. Es ist ein gutes Nettogehalt, also eigentlich kann ich dazu nichts anderes sagen. Hallo, mein Name ist Kelvin Okundaye, ich bin 29 Jahre alt und ich arbeite als parlamentarischer Assistent im Europäischen Parlament. Und heute nehme ich euch mit. Heute wird ziemlich voll. Heute ist eigentlich von Meeting zu Meeting zu Meeting. Die Revision der Arzneimittelgesetzgebung, das ist einfach ein großes Ding, weil das nicht, ich sag mal, alle Tage passiert. Die letzte ist ungefähr 20 Jahre her. Dann würde ich nämlich jetzt erstmal runtergehen und das Erste, was ich mache, wenn ich ankomme, ist Sport. Ich habe schon die erste Arbeitsfrage auch bekommen, schon vor 5 Minuten. Meistens sind so Sachen immer ASAP. Hey Lawrence, we actually just received the FAQs last night. Ich unterstütze meinen Abgeordneten in der politischen Arbeit, von wissenschaftlichen Analysen, von Merke schreiben bis zu Termine für ihn wahrnehmen. Das ist eigentlich wie so eine eigene Stadt und es ist ein Friseur-Kiosk, ein Postshop. Das ist eigentlich auch so ein bisschen gemacht, um hier viel Zeit zu verbringen und vielleicht auch viel zu arbeiten. So. Ich bin der Einzige, der da unten Basketball spielt. Aber da ist ja ein ganzes Fitnessstudio und da gehen auch die Abgeordneten hin. Und die kann man dann auch beim Sport beobachten, wenn man möchte, ja. Um mal die E-Mails zu checken. Im Moment haben wir eine ganz fleißige Praktikantin. Die fragt nämlich jetzt schon nach Arbeitsaufträgen. Wir haben gestern Abend schon eine Vorschau von einem Gesetz bekommen. Das dürfen wir noch nicht veröffentlichen, aber ich würde das jetzt einfach zum Drucken für unser Büro bzw. für den Chef schicken. Das Gesetz ist schon ganz lange erwartet und vorher gab es auch immer schon Leaks. Hey Kira, ich habe dir schon mal einen Leak von den Pharma-Sachen geschickt. Wäre cool, wenn du das in Farbe am besten ausdrucken kannst in diese Factsheets. Und das ist dann rot, also Prio 1 für diese. Trainieren wir weiter. Habe ich das gehört? Nur ganz kurz. Okay, ich habe es dir gerade geschickt. Muss ich mich auch beeilen mit dem Duschen, weil wir um 9 einen Termin haben. See ya. Ja, es ist schon 2 Minuten zu spät. Hier passiert quasi alles. Das Parlament ist so ein bisschen wie Hogwarts auch aufgebaut. Jeder Turm ist quasi eine andere Partei. Die Christdemokraten, also in Deutschland sind es die CDU und CSU, die sind im E-Tower. Danke dir. Ich nehme beide mit, können wir es nochmal ausdrücken? Just in case. Danke dir. Nee, das war's. Danke dir. Hi. Today is also a busy day. We got a lot of legislation coming today, so quite every journalist is asking for our opinion on pharma. Hey. So sorry. That's fine. So how are you? Hi. If Lisa would be interested in it, is to offer him a speaking slot. It would be from 2 to 2:30 on the 11th of July. 2 to 3:30, but I mean, they have been working on burnout. Will you send me an email after that? Okay, great. Thank you so much. Thank you. Have a good one. Thank Bye. You. Ich nehme mal kurz ab. Hallo, Herr Liese. Ja. Ja. Dann sehen wir uns gleich. Tschüss. Alles, was von meinem Chef direkt kommt, ist generell dringend. Herr Liese hat dann heute direkt 2 kurzfristige Anfragen bekommen, also spricht gleich mit dem ZDF und dann noch mit der ARD um 14 Uhr, Tagesschau. Also sowas kommt halt auch immer kurzfristig. Die Vorstellung dieses neuen Pharmagesetzes, das passiert natürlich nicht jeden Tag. Da hat man Stress mit Pressemitteilungen, mit Fernsehinterviews, mit die ganze Zeit up to date bleiben. Gerade nochmal unsere Sekretärin da gerade angerufen, mal gucken. Komm schon. Ja, ich schicke ihm schon den ganzen Tag über neue Infos und neue Leaks und der ist informiert. Ja, der kann da bei der Tagesschau direkt antworten. Und wir treffen uns 4Q2. Ist das die? Richtig, ne? Vor dem Raum 4Q2. Okay, dann sind wir da und ich schau mal, ob er gleich rauskommt. Okay, danke dir. Ciao. Neue.
Pressemitteilung, da müssen Sie sich sofort dran setzen. Ja, doch, das habe ich, habe ich schon gesehen, ist schon, mache ich, ja. Hier, mache ich, das ist noch. Hallo. Ihr seht schon, heute ist ein hektischer Tag. Es passiert oft so, dass ich morgens wach werde und sehe, dass er nachts um 2 Uhr was geschickt hat. Das ist schon ein unglaublicher Einsatz, den der Okundaye zeigt. Mit 15, 16 ausgezogen und auf ein Sportinternat gegangen, um dann am Ende auch Basketballprofi zu werden, was ich geschafft habe. Da war ich ein bisschen über ein Jahrzehnt wirklich Vollprofi, habe aber nebenbei noch studiert. Durch Corona wurden alle Sportevents gestoppt. Keiner wusste, ob es weitergeht. War eine sehr unsichere Zeit und dann musste ich mich natürlich auch ein bisschen umschauen. Man ist natürlich immer nur so lange angestellt, wie der Abgeordnete auch gewählt ist. Zu 100% sicher ist man da natürlich nie. Herr Liese? Ja, bitte. Hier noch die Dokumente. Und PMs und O-Ton sind im Gange. Ja. Danke euch. Ciao. Das ist auch ganz wichtig bei uns im Büro. Manchmal ist gerade Umwelt, sind die Umweltthemen im Vordergrund, manchmal die Gesundheitsthemen. Und je nachdem ist dann halt jemand anderes busy. Und dann tun wir uns im Team einfach immer gegenseitig entlasten. Jetzt ist Mittagspause, sofern man das so sagen kann. Generell gibt es ganz viele Termine, die halt dann als Lunch betitelt sind. Und dann hat man, also man hat die Nahrungsaufnahme, aber man arbeitet natürlich trotzdem weiter. Ich weiß gar nicht, wie die Person aussieht. Wir sind auch ausnahmsweise mal eine Minute zu früh, 2 Minuten zu früh. Herr Korte? Ja, genau. Ja, hi. Kevin Okundaye, hi. Angenehm. Ist das zum Essen okay? Oder ja, was? Gerne. Ja. Ich hatte Essen, sonst schaffe ich es nicht in meinem Scheduling. Ey, ich muss ganz kurz einmal die E-Mail hier noch fertig schreiben. So, es tut mir wirklich leid, es ist ein stressiger Tag, deswegen muss ich da einmal gerade noch kurz antworten. Wir sehen. So, weil ich ganz schlecht koche, gehe ich ganz oft auf Essen. Aus Zeitgründen und weil ich, wenn ich was koche, dann schmeckt das nicht gut. Okay, ich muss los. Ja, klar. Gerade kannst du dir vorstellen, wie das heute ist. Oder muss los. Gerade ein paar Nachrichten vom Chef bekommen. Achtung, eilt sehr. Jetzt muss ich mir das mal anhören und das ist halt doof, wenn man im Termin gerade ist. Okay, gut. Jetzt würde gerade offiziell der Vorschlag vorgestellt. In der Pressekonferenz. Ich gucke mir das jetzt auch auf dem Handy an. Freiwurf vor zigtausend Leuten zu werfen, wenn jeder einem zuguckt, das ist natürlich Druck und den Druck hast du hier in einer anderen Weise auch, dass man einfach abliefern muss, dass man performen muss. There's still no, no backstop where you can skip from one to the next country. There's still nothing in this, yes? Hey. Yes, they said something about the delay. They said they basically are in the same time frame that they planned out in 2020, so. And I lost you. Ich höre mir gerade die Konferenz an und muss gleichzeitig eine Pressemitteilung schreiben, dass die Challenge, das fertig zu schaffen, bis vor meinem nächsten Termin. Hey, it's sorry, I lost you. Yes, it's basically good. Perfect. Thank you. Bye. There, and I think that there are 3 A's and 3 C's, and that is the baggage of roads. Yes, this is a baggage. Beatles song comes to mind. The long transparency requirements are very. Money used for public research and funding in terms of the way that member states. Because ja, habe ich 5 Minuten bis zum nächsten Termin. Ich glaube, ich gehe kurz auf Toilette. Es ist eigentlich ganz lustig, es gibt zu fast allem einen Verband, zu fast allem gibt es Lobbyismus. Das weiß man immer so im Hintergrund, aber wenn man dann verschiedene Anfragen bekommt, dann okay, ihr habt auch einen Verband. Hi, Herr Lange? Ja, genau. Hi. Hi. Kevin Okundaye. Hi. Michael, hallo. Lobbyist ist gefühlt außerhalb von Brüssel überall ein Schimpfwort. Aber tatsächlich sind
sind, ich sag mal, Interessenvertreter für uns ganz wichtig. Es wird immer nur Jugendschutz gesagt, aber nicht bedacht, was die Konsequenzen wären. Wenn das jetzt einfach ein generelles Verbot geben würde, wird das extrem viele aktuelle Konsumenten zurück zum Rauchen treiben oder auf den Schwarzmarkt. Da werden wir einen offenen Brief verfassen zum World No Tobacco Day, den wir dann von unseren internationalen Partnern beschreiben lassen wollen, von Public Health Experten, Ärzte, Mediziner, weiß ich noch nicht, wie man die finden. Und eben auch Politiker auf EU- und auf Nationalstaatsebene versuchen wir da dahinter zu bekommen. Wir sind überhaupt nicht eitel, also das muss auch nicht mit unserem Logo drauf sein und so. Das kann alles sehr neutral gehalten werden. Hauptsache es unterschreiben relativ viele. Okay, ja, sehr, sehr interessant. Cool. Vielen Dank. Ja, gerne, gerne. Super, okay. Ciao, tschüss. Ciao. Im Generellen erstmal ist meine Meinung nicht wichtig, weil ich arbeite für einen Abgeordneten und am Ende hat er natürlich das letzte Wort. Deswegen, ich würde es eigentlich eher als Beobachter aufnehmen. Ich höre mir alle Argumente an und das ist auch das Wichtige, sich von allen Seiten alles anzuhören. Nicht nur von denen, die am meisten Geld auch für Lobbyismus haben, sondern vielleicht auch von Patienten, von Krankenkassen, von Ärzten. Brutto sollten das um die 3.900 Euro sein und davon bleiben dann netto 3.800 und was zerquetscht ist. Europabeamte sind nicht, unterliegen nicht der nationalen Besteuerung, weil man quasi, wir sitzen in Luxemburg, in Straßburg und in Brüssel, aber unsere Gehälter werden ja von der gesamten Union gezahlt. Ich glaube doch, dass wir ganz, ganz viel dafür arbeiten, aber es ist ganz klar ein gutes Gehalt. Die Gesundheitskommissarin nimmt quasi Stellung zu dieser, zu dem Gesetzesvorschlag. Das Parlament reist im Schnitt einmal im Monat nach Straßburg für die Abstimmungen im Plenum. Und da müssen natürlich auch Mitarbeiter und Staff mitreisen. Und da kriegen wir eine pauschale Bezahlung für die Tage, die wir dort sind. Ich brauche einen Kaffee. Ganz ehrlich, ich kann auch nicht mehr. Irgendwann, das ist wie so eine lange Vorlesung, irgendwann bist du nicht mehr aufnahmefähig. Deswegen versuche ich das lieber jetzt gut zusammenzufassen und Handy so vorzulegen. Ich habe ein Dankeschön vom Chef bekommen für den Einsatz. Und aber noch eine kleine Aufgabe für danach. Unser Arbeitsvertrag sagt 42 Stunden. Es guckt aber auch keiner nach. Was hast du mit deinem allerersten Gehalt gemacht? Ich hab meiner Mama eine kleine Schrottkarre gekauft, weil wir nicht mobil waren. Ja, rein spaziert. Genau, das ist mein Wohnzimmer hier. Eine große offene Küche, so ein französischer Balkon. Fast 15 Minuten noch Zeit, bis Training beginnt. Deswegen würde ich mir in dem Kiosk noch schnell was zu trinken und essen holen. Ey, ey, ich hol ein paar neue Sneakers aus der Schuhbox und geh raus. Lauf der Shop mit deinem Lächeln, kauf ne Powerade in Blau. Wo ist er? Ich bin ganz stolz, hier zu sein. Ich wollte schon immer Basketballer werden, aber in der Oberstufe habe ich Geschichte Leistung gewählt, weil ich ja in der Schule schon nach Europa wollte, also in die EU. Und damals war das so ein kleiner Traum und sowas. Ach, das schaffst du auch eh nie. Jetzt bin ich wirklich hier, deswegen das ist genau das, was ich machen wollte. Hey Leute, danke, dass ihr heute dabei wart. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir haben hier den Bürgermeister.
und hier den Landtagsabgeordneten. Und vergesst nicht, LSD abonnieren.